So, es ist 2019, Juni 2019 und das letzte Video, könnt ihr googeln oder was? 18, 17, 18. 2018. Komm ich was näher ran wegen dem Ton vielleicht, ja genau. So, wir sehen hier eine schicke lange Narbe. Was wir nicht sehen ist, im Hals ist auch schon wieder irgendwas los. Genau. Und was wir auch nicht sehen ist, dass du erstmal experimentelle Therapien erprobt hast. Bring uns doch mal auf den neuesten Stand. Genau, also es haben sich jetzt Tumore entwickelt durch das Rotor-Syndrom. Der schlimmste, der sitzt im Kehlkopf. Und ja, den haben sie gerade irgendwie versucht, ein bisschen zu bekämpfen. Aber es hat nicht so wirklich geklappt. Na, mit einer künstlichen Entzündungstherapie irgendwie, ne? Genau, also. Feuerwehr ist nicht für uns, oder? Ist für dich, ist für mich, ist für dich. Nein. Also die haben da was reingespritzt sozusagen, damit sich der Tumor entzündet. Genau, das soll sich entzünden, soll dann rein theoretisch anschwillen auch. Und dementsprechend konnte ich dann auch nicht atmen. Und die haben dann halt mich intubiert in der Zeit und ins Koma gelegt, mal wieder. Und genau. Dann, wie viel das Koma war das? Das war jetzt das zweite. Das war das zweite Koma. Wie ist das eigentlich? Also ich meine, kann man sich dann, also gewöhnst du dich da dran oder ist das jedes Mal wieder total, wie soll ich sagen, da hast du da immer totale Angst, nicht mehr aufzuwachen oder wie ich habe eher Angst vor den Albträumen. Ach so, ja stimmt, die das hast du schon mal erwähnt. Ja, die Albträume sind nicht schlimm und deshalb habe ich dieses Mal im Koma nicht. Dafür aber, wenn ich dann einen natürlichen Schlaf hatte, ich kam aus dieser Schleifwege nicht raus, so hat der Arzt es beschrieben. Und also wenn ich wach war, war alles gut, sobald ich eingeschlafen bin, war es totaler Durcheinander im Kopf und ganz realistische Träume und auch bescheuerte Träume. Also erinnerst du dich denn dann hinterher dran oder vergisst du die dann sofort? Ich erinnere mich sehr gut dran. Das ist besonders scheiße. Albträume, an die man sich noch erinnert, das ist ja, also die sind richtig realistisch und das Hirn versteht auch nicht, dass das gar nicht passiert ist. Mhm. Also ja, man denkt wirklich, es wäre einem passiert. Und ihr wart jetzt gerade bei einem Treffen, das wusste ich gar nicht. Es gibt eine wie soll man sagen, Familienorganisation, wo die Familien von Menschen, wo einer aus der Familie oder auch mehrere eventuell Proteus-Syndrome haben, sich treffen. Genau. Was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben uns getroffen, Familienkonferenz, Austausch und ja, was es so Neues gibt. Es gibt ja meistens nicht viel Neues. Es gibt leider nicht viel Neues. Ja. Ja. Aber ja, man trifft sich und tauscht sich aus einmal im Jahr. Was war denn da so jetzt diesmal, weil du jetzt gerade daherkommst, was ist dir denn jetzt so in Erinnerung geblieben von jetzt dem aktuellen Treffen? Also ja. Du hast gesagt, dass die Kinder unbefangen miteinander spielen können, weil keiner mehr die blöd anglotzt oder Fragen stellt oder sowas. Genau, ja. Also die spielen unbefangen miteinander. Man merkt halt einfach, dass es nicht so angespannt ist, wie jetzt, wenn ein betroffenes Kind mit einem nicht betroffenen Kind spielt. Es ist halt einfach so wie so eine kleine Familie. Man gehört zusammen, man schämt sich nicht voreinander. Und ja, so, das ist dann unter den Kindern sehr deutlich bemerkbar, dass man da. Und du bist ein Star. Du bist gerade von einem Kamerateam, nicht verfolgt, ist falsch gesagt, begleitet. Was wollen die erzählen? Welche Geschichte? Alles. Was so über mich, genau, alles, was ich mache, mein Alltag. Convention besuche, wenn ich da meinen Stand habe mit meinen Pralinen oder mit meinen Kerzen, die begleiten alles. Warum machst du das eigentlich, dass du Pralinen und Ketten, und das sind ja lauter so freundliche Dinge, Kerzen und Piercings machst, ist das einfach deine Natur oder wie kommt das? Das sind einfach Ideen, die ich habe und dann auch umsetze, direkt zum Produkt. Ja. Wo kann man die Dinger kaufen? Sag die Webadresse. Bei der Facebook-Seite Haute Couture, Jasmin S. Und Piercing Candle. Das ist die Seite. Könnt ihr euch gerne was kaufen. Was hast du eigentlich für einen Tipp generell für Menschen, die nicht wissen, wie man mit jemandem umgehen soll, der irgendwo eine sichtbare Wucherung hat oder ein Kind, wo irgendwie jetzt halt Finger fehlt oder sonst irgendwas? Was wäre denn eigentlich das Beste, was man lernen kann, wenn man nicht betroffen ist und die Leute, wie wir das vorhin gesagt haben, die Kinder oder auch Erwachsene nicht in so eine blöde Position immer bringen will? Ja, also am besten, wenn man nichts zu sagen hat, dann einfach mal ruhig sein. Sehr gut, das kann ich mal aufschreiben. Das ist eigentlich das Beste, anstatt das Kind jetzt irgendwie dumm anzustarren oder ein dummes Kommentar abzulassen, was hast du denn da für einen Fuß? Oder einfach offen, wie mit jedem anderen Mensch, mit dem Kind auch umgehen. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Wie wichtig ist dir das denn jetzt für Erwachsene, Aufklärung zu machen? Also ich meine, man könnte ja jetzt sagen, okay, ich möchte gerne angesprochen werden, weil ich da eine große Narbe habe. Haben ja auch Herzpatienten, ne? Die haben ja auch ganz oft hier so eine lange Narbe. Oder willst du lieber, ey, ich möchte einfach mal in Ruhe meinen Kaffee trinken und nicht drauf angesprochen werden? Wie ist das so?
Also wenn jemand wirklich offen auf mich zugeht und ganz normal fragt, dann gebe ich auch furchtbar gerne Antwort. Wenn aber jemand irgendwie doof kommt, dann, ja. Ja gut, das ist klar. Antwort. Dann gibt es keine Antwort. Das kommt leider auch vor, gerade bei Kindern, die können sich nicht wehren und dann kommen da dumme Kommentare, wenn man mit denen unterwegs ist. Was wäre denn ein dummer Kommentar zum Beispiel? Jemand so einen dicken Fuß hat, so eine O, bist du in eine Biene getreten oder solche doofen Sachen halt einfach. Ja, nein, es ist ein, ja, schwer erklärliches und kaum untersuchtes Syndrom, ne? Das Proteus-Syndrom, habt ihr richtig gehört vorhin? Könnt ihr auch nochmal in den anderen Videos nachgucken, ne? Genau. Sinkt dein Mut? Fällt dein Mut? Bleibt er immer gleich? Oder wie ist das? Also aktuell bin ich so an einem Punkt, wenn die das jetzt nochmal wiederholen müssen, wo es danach aussieht mit dem Tumor, mit dieser Sklerisierung. Diesem Entzündungsdings, genau, ne? Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt nochmal so packe. Ich bin so ein bisschen am Zweifeln, weil das war schon sehr hart und ich habe mich jetzt gerade auch erst wieder erholt. Körperlich oder geistig? Oder beides. Und da ist es halt schwer, wenn man dann so auf Termin einfach ausgenockt wird. Also du kriegst gesagt, dann und dann kommst du ins Krankenhaus und du weißt danach, bist du erstmal ausgenockt. Du liegst im Koma, du musst dann erstmal wieder richtig fit werden. Schmerzen, alles drum und so auf Termin ist das Bescheuerte daran, dass es einem vorher eigentlich okay geht. Ah, ich verstehe. Wie bei einer Chemotherapie bei Krebs, da kommt schon wieder der blöde orangene Beutel und dann weiß man, gleich wird es mir wieder wird schlecht und ja, so weiter. Ja, ja. Ach, du hast ja auch schon gesagt, du fängst auch schon an, eine Abwehrhaltung gegen Krankenhäuser zu entwickeln, ja. weil es eben keine angenehmen Erlebnisse für ja, dich da sind. Ja, ja. Ja. Was würdest du den Kindern sagen? Also sagen wir mal, in 30 Jahren guckt irgendjemand das Video und ist ein Kind und will was lernen von uns. Was würdest du dem Kind sagen, dem Proteus-Kind sozusagen? Einfach immer den Mut behalten, nicht sich zu sehr auf diese Krankheit fixieren, einfach sich Ziele setzen und die Ziele auch verfolgen und nicht immer nur dieses Proteus-Syndrom im Vordergrund sein zu lassen. Also zum Beispiel was basteln und vermarkten und auf die Conventions fahren. Zum Beispiel. Oder noch tausend andere. Was machst du noch gerne? Ja, eigentlich kümmere ich mich nur sehr gerne um mein Geschäft. Sport? Nee. Yoga mache ich ein bisschen. Schach? Nee. Mikro-Lego. Mikro-Lego? Was ist denn Mikro-Lego? Also Lego in mini. Wirklich? Das sind da so kleine Steine. Ach so, du frickelst ja auch mit den Piercings und so rum, ne? Das ist Übung für mich. Ach, wer das noch nicht weiß, sie pierst natürlich auch, ne? Wer das letzte Video nicht gesehen hat, muss man auch noch dazu sagen. Ja. Mit den Händen übe ich dann halt immer mit dem Mikro-Lego, das ist ganz cool. Ich habe auch meine Mickey-Mäuse. Und dann? Verschenkst du die oder stellst sie ins Regal? Meine Disney-Ecke. Hast du schon sehr, sehr viele seltsame Figuren von deiner Frau geschenkt bekommen? Nein. Nein, die wählst du dann. Ja, halt die wählst du dann. Also, das war unser Teil, weiß ich nicht, wie viel, 3 oder so, aus der Serie Fuck Proteus, aber andererseits, man kann es auch nicht ändern, ne? Ja.